Der Nahostkonflikt hat gefühlt so ein bisschen die Bundesliga erreicht. Wie sehen Sie das? Ist das Thema innerhalb der Mannschaft? Es war bei uns jetzt kein Thema. Wir haben es nicht thematisiert. Die Situation ist extrem schwierig. Ich meine, was soll ich da jetzt dazu sagen vor einem Bundesligaspiel? Es ist sehr, sehr explosiv. Ich kann nur eins sagen, und das zeigt die Erfahrung, aber offensichtlich braucht es aus den Emotionen und aus der Wut und aus der Trauer raus. Es ist immer so, wenn du überall da, wo mit großen Schlägen die große Bereinigung gesucht wurde und mit großen militärischen Aktionen, das hat nie dazu geführt, dass es zu einer Beruhigung kam. Es hat nie dazu geführt, dass irgendwelche Terrororganisationen zerschlagen wurde. Es hat immer dazu geführt, dass der Hass und die Wut noch größer wurde und gewissermaßen das Feld bestellt wurde für Menschen, die so viel Leid ertragen müssen, und Heranwachsende und Kinder, die dann nachher vollständig radikalisiert sind. Also nirgendwo funktioniert es. Alle Ukraine, die Russen haben gedacht, sie machen die Ukraine nieder und die Menschen, und sie isolieren. Und zu was führt es? Es führt eigentlich immer zum Gegenteil, dass Solidarität entsteht unter den Menschen in der Not, dass sie sich gegenseitig unterstützen und dass der Hass und die Wut und damit die Energie umso größer wird. Und das ist das Problem. Ich verstehe es nicht, warum das dann auch, aber die kommen alles Reaktionen. Man muss Härte zeigen, man muss Aktionismus, aber es führt nie zu einer Beruhigung und nie zu einer Konfliktlösung. Es führt immer weiter in den Abgrund. Und das wird in Israel so sein und in Palästina, wenn dieser sogenannte harte Weg verfolgt wird, wird es in einen riesigen Flächenbrand enden. Es ist jetzt schon katastrophal genug. Aber offensichtlich dringt es nicht durch. Und die herrschen, das sieht man jetzt, Putin in Russland und so, die sind ja genau darauf aus, dass die Mechanismen so funktionieren. Deshalb sind ja solche Gewaltverbrecher und sind oft diese Führer, die das genau beabsichtigen. Sonst wäre die gar nicht mehr in der Führung. Aber es ist kompliziert.